Schokolade. Aber das ist jetzt hab ich auch exklusiv für mich. Wenn jetzt hier was in den Rennstab geht. Stimmt. Dann. Wenn alle glücklich sind, dann wird es so. Ja, aber Birk ist mittlerweile aber. Was? Birk ist ja der Oberdreher zur Zeit, oder? Ja, ja. Der Bauer ist ja drauf, wie verrückt. Ja. Nein, nein, wir werden schon da mit unseren Schirm. Ja, wird aber schwierig, weil. Wir sind immer da. Die Bühne wäre schon nicht schlecht, ja. Aber wir müssen das jetzt in der Mitte anziehen. Das ist doch ein großer Hass. Wobei ich die Hände gesagt habe, ich habe gesagt, das kann ich nicht mehr. Da geht es wieder ums Programm. Da geht es wieder ums Geld zurück. Das ist mein Grund, wenn ich einen Monat verkleide. Dass sein Bau einfach für Messer geschnitten wird. War alles schon fertig. Und dann musst du, weil du hast das Einverständnis, ja, ja. Die Erklärung, wo die Kinder, damals Grundstadt war das. Das ist so ein Serien, wo man sich so verbandelt und sowas. Dann haben wir alles fertig, wo es die Torausschuss. Hey, komm zu mir! Nicht rausgehen, nicht rausgehen. Ja, Agent, Press! Weiter, weiter! Das ist ein Schiedsrichter. Ja, und beide ineinander fahren.
schau mich nur fein nicht an. Nein. Mein Blutdruck ist auf. Macht! Jawohl! Laurin, gut! Weg den Ball! So, schaut's auf, Jungs. Jawohl, Laurin, gut! Fangen wir nicht wieder mit Fehlern an. Halt. Ui! Ui. Wo kommt der her? Ja! So kommt's, Jungs! Ich hab nicht gesehen, was er gemacht hat. Nur 5 Minuten oder was, wa? Oh Gott! Michi, wichtiger Auswärtssieg. Wie siehst du das und wie siehst du das Spiel im Allgemeinen? Ja, also definitiv. Ich glaube, wer in Diesfurt zu Gast war, der weiß, wie schwer es ist, hier zu bestehen, hier zu gewinnen vor allem. Muss auch sagen, es ist ein historischer Sieg. Also ich habe in unseren Archiven gewühlt und habe festgestellt, dass der FC Vorbach noch nie in Diesfurt gewonnen hat. Das habe ich den Jungs heute auch in der Kabine nochmal gesagt. Und muss sagen, die erste Halbzeit war in meinen Augen relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Hatten auch 2-3 gute Situationen, die Diesfurter. Die haben wir halt überstanden, hatten unsererseits auch 2-3 Chancen. Finde, dass es gerecht mit einem Unentschieden in die Halbzeit gegangen ist. Und dann, das ist halt das, was ich mit meiner Mannschaft da immer sage, rausgekommen, griffig, den Ball unbedingt haben wollen. Und heute, und das war, glaube ich, der Unterschied und warum das Spiel auch so ausgegangen ist, die Fehler, die angeboten wurden, eiskalt ausgenutzt. Und zwar dreifach. Und dann, denke ich, war die Messe gelesen heute. Ja, die 15 Minuten nach der Halbzeit, wie du sagst, ich glaube, das waren auch die Spielentscheidenden. 15 ja. Minuten des Spiels. Also würde ich definitiv sagen, das tut natürlich am Gegner weh, wenn du so einen Doppelpack kassierst. Da musste ich schon ganz schön abschütteln. Und ich bin schon der Meinung, dass Diesfurt heute einfach nicht in der Lage war, dann in der zweiten Halbzeit da nochmal so viel dagegen zu setzen, sich klare Torschancen zu erspielen. Gut, sie hatten dann natürlich sicher auch noch ihre Spielsituation, aber das ist normal. Ich finde, die Mannschaft hat es relativ souverän und auch verdient nach Hause gebracht. Und ich denke, ja, auf so eine Leistung kann man aufbauen. Das war natürlich jetzt auch eine ganz andere Leistung wie gegen Reut. Und so will ich die Jungs sehen und so gewinnt man wichtige Spiele und bleibt oben dran. Du hast es ja vorhin schon gehört, ihr seid jetzt wieder Tabellenführer. Du hast mir ja mal vor kürzerer Zeit am Telefon schon gesagt, wie kann man das jetzt meistern, das Ganze? Es ist natürlich jetzt eine schwierige Situation. Die Jungs wollen natürlich wahrscheinlich da oben bleiben, oder? Ja, Gott. Also ich glaube, jeder, der Fußball spielt oder mit dem Fußball zu tun hat, der weiß, wenn du die Chance hast und bist da oben dabei, dann willst du das natürlich auch nutzen. Zum einen muss man sagen, gelingen dir halt solche Sachen dann auch. Das heißt, du überstehst einmal die eine Situation und machst im Gegenzug dein eigenes Ding. Das passiert nur, wenn du vorne drin stehst oder auch gegen Reut, dieser Doppelpack in der Nachspielzeit. Wann schaffst du das? Nur, wenn du oben stehst. Muss aber sagen, es ist nicht alles Glück. Die Jungs arbeiten hart, es sind unheimlich viele Spieler im Training und man muss auch sagen, was den Kader betrifft oder die Verletzten, haben wir nicht nur Glück. Also der Harun auch heute wieder ausgefallen, musste dann wieder zum Schluss, hat er gesagt, es geht nicht, hat nur 10 Minuten gespielt. Heindl Jonas musste ich runternehmen, den Bartelmann runternehmen. Das waren alles Leistungsträger heute, wo ich sage, aber wir kompensieren es über das Kollektiv. Und wer heute wieder das gesehen hat, was da draußen abgeht, es ist gefühlt wirklich jedes Mal ein Heimspiel. Und ich kann mich nur bei den Zuschauern bedanken, die treiben natürlich auch, das ist so. Alles klar, dann wünsche ich alles Gute. Danke dir. Wir sehen uns ja in nächster Zeit schon wieder. Und alles Gute für die nächsten alles Spiele. Gell? Danke mach's dir. Gut, gell? Ich auch. Ciao. Servus. Servus. Wolfgang, ja, also als neutraler Zuschauer muss man sagen, in der ersten Halbzeit habt ihr super mitgehalten und dann habt ihr leider 15 Minuten ja, Fehler angeboten, die natürlich dann eiskalt genutzt wurden. Ja, richtig. Ich finde, dass in der ersten Halbzeit ein gutes, ausgeglichenes Spiel war. Haben wir gut mitgehalten, haben die klareren Torschancen, haben wir auf unserer Seite. Einmal gleich am Anfang, wo der Torwart den Fehler macht und wir alleine vom Tor stehen.
wenn wir da einzeln in Führung gehen, müssen wir eigentlich einzeln in Führung gehen. Und dann kurz vor der Halbzeit noch, wo wir das 2-0 oder dann da das 1-0 hätten machen können. Die haben wir beide nicht gemacht und dann sind wir leider, wir haben uns viel vorgenommen in der Halbzeit, aber leider konnten wir das nicht umsetzen. Wir haben dann wirklich sieben Minuten waren es. Okay. Vom ersten bis zum dritten Tor, da haben wir echt Tiefschlaf gehabt. Da haben wir die Tore aufgelegt, also muss man sagen, das waren wirklich drei Fehler von uns. Und das ist halt der Unterschied gewesen heute. Vorbach hat die Fehler eiskalt ausgepasst. Die waren da clever genug. Und dann war es natürlich, da war die Messe gelesen. Nach sieben Minuten kriegst du drei Tore, innerhalb sieben Minuten in dem kurzen Zeitraum. Und dann hat das natürlich Vorbach voll in die Karten gespielt. Aber das war der Unterschied halt. Vorbach hat diese Angebote sofort angenommen, haben die eiskalt ausgenutzt und waren dann auch in der zweiten Halbzeit griffiger, besser in die Zweikämpfe im Mittelfeld, einfach abgeklärter. Aber okay, nach einem 3-0 hat man sich da auch leichter, muss man ganz klar sagen. Aber im Grunde genommen muss man das ganz klar sagen, es war aufgrund dessen, war es ein verdienter Sieg für den FC Vorbach aufgrund der zweiten Halbzeit. Da haben wir einfach, wie gesagt, nicht gut verteidigt bei den drei Gegentoren, wirklich sehr, sehr viel Mithilfe geleistet bei den drei Gegentoren und ja, das war dann dementsprechend auch der, ich sage mal, der Gamechanger, das muss man ganz klar sagen. Und wie gesagt, muss man Vorbach wirklich auch gratulieren, haben das dann gut gemacht, Torschancen eiskalt ausgenutzt und dann clever hinten raus runtergespielt, das muss man nur sagen. Und kurz vor Schluss kann man vielleicht noch das 3-1 machen, wenn man sieht an so einem Tag wie heute, machen wir die klaren Torschancen halt auch nicht. Aber das bricht und wirft uns nicht aus der Bahn, wir müssen nächste Woche wieder von vorne beginnen. Aber die kleinen Unterschiede fehlen uns halt noch, dass man sagt, okay, für ganz oben, sage ich mal, dass man da vielleicht letztendlich mitspielen kann, reicht einfach doch nicht. Da ist einfach so eine Mannschaft wie Vorbach cleverer und in der Spielanlage einfach waren die an dem Tag einfach besser wie wir, muss man sagen. Ihr habt ja in der Vorrunde in Vorbach auch 4-0 verloren, habt danach auch ein bisschen noch geschwächelt, habt aber dann richtig losgelegt. Ja, ich habe sie dann am Freitag haben wir darüber gesprochen, wir haben aus den ersten 5 Spiele 4 Punkte geholt. Auch mit einer Niederlage gestartet und jetzt fangen wir wieder mit einer Niederlage an gegen Vorbach. Ich hoffe, dass ich jetzt das nicht durchziehe, auch die letzten 4 Spiele noch, dass wir da zumindest noch Punkte holen. Jetzt ein schweres Auswärtsspiel in Reut. Da haben wir zu Hause da unentschieden geholt. Mit denen könnten wir jetzt auch leben und dann haben wir einfach nur 2 schwere Auswärtsspiele bei der DJK Weiden und in Tremmersdorf auch noch mal schauen. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir aus den ersten 5 Spielen, wenn wir sie in der Vorrunde geholt haben, auch nicht bloß 4 Punkte holen. Da müssen wir ein bisschen mehr holen. Das Ziel wäre, dass wir einfach, sagen wir mal, aus den letzten 4 Spielen müssen wir schon noch 4 Punkte mindestens mitnehmen. Dann sind wir im grünen Bereich. Alles aber klar. Für uns, wir sind voll im Soll. Das passt. Wir haben eine gute Zeit jetzt gehabt, haben wir wirklich gute Punkte geholt. Aber wir sind einfach nicht konstant genug in der Leistung. Letzte Woche war schon jetzt ein richtig gutes Spiel. Heute eigentlich wieder ein glatter Gegensatz. Aber macht nichts, die Jungs geben alles, die probieren es jede Woche und nächste Woche heißt es erneut wieder punkten. Alles klar. Alles Gute dann dafür. Dankeschön. Wir sehen uns wieder und auch für den Rest der Saison. Alles Gute. Danke. Servus. Mach's gut. Danke, Wolfgang. Gut. Danke dir.